Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, dem Bewohnerfrei-Podcast. Und ich weiß nicht, wo du das gerade hörst, im Auto, beim Bügeln, im Flugzeug, in der Bahn. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich freue mich auch sehr, spannende Gäste dir heute wieder präsentieren zu dürfen. Und zwar sind es deshalb ganz spannende Leute, weil ich weiß, dass hier in der Community eine Menge Selbstständige sind und auch eine Menge Coaches, Trainer und Berater und vor allem viele, die eine Coaching-Ausbildung gemacht haben und sich die Frage stellen, wie kann ich denn damit irgendwann Geld verdienen? Und das, was die beiden vorgelegt haben, ist der absolute Knaller. Wahrscheinlich kennt ihr sie schon. Sie nennen sich die Erfolgsfamilie, das ist auch geil, oder Erfolgsfamily. Jetzt kommt erstmal die offizielle Anmoderation. Katharina und Chris leben für ihre Mission, Menschen mit ihrem Herzen zu verbinden und in den Wohlstand zu bringen. Wenn ihr das jetzt bei YouTube hier seht, dann werdet ihr sehen, die sitzen gerade schön in der Suite. Letztes Mal, als wir ein Vorgespräch haben, schön auf Zypern im betreuten Wohnen, läuft also bei den beiden, dass die Haie jetzt nicht abschalten, ne, beim Thema Coaching. Klangschalen, wobei die auch schön sein können. Die beiden sind besessen von der Idee einer wohlhabenden Welt, wo jeder ein freies Leben führen und sein volles Potenzial entfalten kann, ohne sich zu begrenzen. Und sie geben alles für ihre Mission. Sie haben schon über 300 Coaches geholfen, innerhalb kürzester Zeit mit ihrem Herzensbusiness erfolgreich zu werden und in den Wohlstand zu kommen. Wohlstand kam jetzt schon dreimal. Die Haie denken jetzt so, ja, den höre ich jetzt mal zu. Katharina und Chris sprengen mentale Grenzen und zeigen, dass es möglich ist, was andere für unmöglich halten. Sie beweisen tagtäglich, dass es viel schneller möglich ist, online sichtbar zu werden, Kunden anzuziehen und sich eine Existenz als Coach aufzubauen und somit einen riesigen Beitrag zur Welt zu leisten, als die Online-Marketing-Diktatur erlaubt. Ist auch ein schöner Begriff, Diktatur. Sie sind die Robin Hoods des Online-Marketings, die Zerstörer der Online-Marketing-Dogmen und die Lichtbringer einer neuen Zeit. Jetzt haben wir auch alle Tiere abgeholt, Eulen, Delfine, Wale und Haie. Herzlich willkommen euch beide im Bewohnerfrei-Podcast. Herzlich willkommen, was für eine coole Ansage. Genau, jetzt sind die Lautsprecher explodiert. Ich möchte mal ins Thema einsteigen. Ich war früher im Austausch in den USA, was ja viele gemacht haben. Und da hatte irgendwie jeder einen Coach. Das ist so fast 20 Jahre her. Und als ich meinen Eltern das erzählt habe und Freunden hier, die haben das überhaupt nicht verstanden. Die haben gesagt, die Leute sollen zum Arzt gehen oder zum Heilpraktiker oder zum Chiropraktiker. Bevor wir anfangen, sagt mal so 2, 3 Dinge zur Branche. Was liegt da gerade in der Luft? Warum ist das so in und was wird da umgesetzt? Ich glaube, dass mittlerweile jeder Mensch hat einen Coach, auch aus Amerika zu uns vorgedrungen. Ja, wir sind im Mainstream angekommen sozusagen. Vor 2,5 Jahren, wo wir gestartet sind, es war noch sehr außergewöhnlich, was wir da gemacht haben. Vor allem hochpreisiges Coaching und mittlerweile ist es echt im Mainstream angekommen. Das merken wir ganz, ganz stark. Und wir waren mal bei Vishen Lakhiani auf einem Seminar und der hat von einer Begegnung mit einem japanischen mit dem Chefentwickler von Google und der hat erzählt, wir Menschen müssen unser Bewusstsein sowas von anheben, weil die Technik uns leider überholt. Von daher ist es umso wichtiger, wirklich das Bewusstsein so anzuheben und an sich zu arbeiten. Ja, das nächste Ding ist natürlich auch, ich meine, wir leben gerade in der Dachregion hier, also wir sind hier nicht in der Sahelzone. Und obwohl immer noch viele da draußen, es gibt immer noch viele Bewohner, die glauben, es geht uns ganz schlimm. Die Wahrheit ist doch, Mensch, wir haben alle ein Auto oder zwei, wir haben alle 3, 4, 5 Fernsehen. Ich hoffe, ihr da draußen nicht alle. Ja. Wir haben einen vollen Kühlschrank, wir haben so viel, also uns geht es wirklich gut. Und die Menschen haben einen gesteigerten Willen oder haben einfach ein Bewusstsein dafür, dass es doch noch mehr im Leben geben muss. Lass uns mal, bevor wir auf eure Reise gehen und in euren USP, lass uns mal ein paar Begriffe bitte voneinander abgrenzen, wo ich weiß, dass einige im Auto jetzt das auch so im Detail nicht kennen. Bitte grenzt mal voneinander ab, Mentor, Guru, Lehrer und Coach. Nur um das mal zu verstehen, weil ich war gerade zum Beispiel bei Gesche Michael Roach in Berlin. Und in Wien, Entschuldigung. Und den würde ich jetzt so als meinen neuen Mentor bezeichnen. Könnt ihr diese Begriffe mal voneinander abgrenzen? Ja, also für mich, also erstmal ein Guru ist für mich jemand, der aus Indien kommt, in der Regel. Ja.
Und da geht es ja, ist ja wirklich ein tiefer spiritueller Begleiter, wo es um das Leben als Ganzes geht. Und wir waren auch schon bei ein paar Gurus und das hat uns auch sehr gut gefallen. Aber da geht es mehr um das Leben als sich, um eine spirituelle Führung oder dass du erkennst, was denn spirituell einfach vorhanden ist. Das ist für mich ein Coach. Ein Coach ist jemand, der dich schon begleitet, der aber selbst vielleicht gar nicht so die Expertise in dieser Begleitung hat, sondern der jemand ist, der dich einfach begleitet dabei, der fragt, wie willst du es haben, wo willst du hin? Jetzt schauen wir uns das mal an, der schon eine gewisse Erfahrung hat. Und für mich ist ein Mentor jemand, der den Weg gegangen ist. Okay. Ich habe auch ein spezifisches Ziel. Also bei uns geht es ja immer um spezifische Ziele. Das ist auch nochmal etwas, wo wir mitarbeiten. Bei uns geht es zum Beispiel darum, dass du als Coach in die Fünfstelligkeit kommst im Monat, mindestens fünfstellige Umsätze machst mit Klienten und dafür Online-Marketing-Tools natürlich nutzt und auch dein Mindset, dass du erstmal glaubst und auch weißt und spürst, dass das möglich ist. Und das machen wir deswegen. Wir sehen uns als Mentoren hauptsächlich, weil wir das selbst gemacht haben. Verstanden. Das heißt, ihr seid jetzt die Mentoren für die Coaches, wenn wir bei der Begrifflichkeit bleiben, ja? Habe ich richtig verstanden? Ich meine, so sagen. Obwohl die Grenzen sind schon fließend. Mhm. Man kann natürlich Definitionen machen, die Grenzen sind da schon sehr, sehr fließend. Ja. Es gibt ja Tausende von Coaches in Deutschland. Also, und ich habe so den Eindruck, das ist jetzt auch ein Megatrend, weil viele natürlich auch erkennen, ach, hör mal, ich habe gerade nichts anderes zu tun, ich werde jetzt Coach. Und da gibt es welche, die verdienen fünfstellig. Ich kenne persönlich Leute, die verdienen sechsstellig im Monat als Coach. Ich kenne aber auch ganz, ganz viele, das tut mir schon fast weh, wenn ich das bei Facebook sehe, wir machen so ein Seminar, da setzen wir uns zusammen mit 6 Leuten, 99 Euro und bitte, bitte kommt und Essen gibt es auch noch dazu und für jeden noch ein Geschenk im Wert von 59 Euro. Wie erlebt ihr das so? Also was ist da der Unterschied? Und dann gehen wir in eure Reise. Ach, was denn da der Unterschied ist? Ich möchte es mal von Marketing-Perspektive sagen. Also es gibt viele Coaches, wie du das schon sagst, die eigentlich da nicht so gut von leben können. Und wir holen ja genau die ab, weil wir wissen, dass wenn du dich dafür entscheidest, ein Coach zu werden, dann ist das erstmal was, also wo wir total dahinter stehen. Weil es gibt mehr da draußen, es gibt, man kann mehr erleben, die Menschen können ihre Ziele erreichen und ein Coach hilft da immer. Ja, der hilft immer. Natürlich muss derjenige, der zu einem Coach geht, selber die Ziele erreichen. Aber oftmals sind die Menschen zu Hause so isoliert, stecken in Systemen drin, sie stecken in ihrer Familie drin und du möchtest dich jetzt entwickeln, möchtest ein Ziel erreichen und um dich herum, die 5 Leute, haben da eigentlich gar keine Lust zu. Oder halten dich noch zurück, ne? Halten dich zurück, bewusst oder unbewusst, weil wir uns selber alle in Relation zu den anderen sehen. Und wenn jetzt einer irgendwie besser wird, dann spürt man vielleicht, oh je, ich bin ja so schlecht, warum ist denn der so gut? Es entsteht vielleicht Neid. Oder jemand sagt, ich möchte besser werden und du traust dir das selber nicht zu. Dann hast du auf einmal Angst um den. Also das muss nicht immer sowas wie Neid sein. Du meinst es auch einfach mal gut und sagst, nee, Junge, bleib mal lieber da, sei mal zufrieden. Und so kann man sich eigentlich aus seinem Umfeld heraus relativ schwierig verändern. Und deswegen sind Coaches so wichtig. Und warum bekommt der eine Coach für diese Stunde die 1.000 Euro und der andere 25? Ja. Und jetzt kommen wir zu dem zentralen Punkt. Die meisten Coaches da draußen sprechen Coach-Chinesisch. Ja, also die wissen ganz genau der Selbstwert und dieses und jenes. Und der Kunde, versteht nichts. Dem ist der Selbstwert scheißegal. Also nee, dem ist er nicht scheißegal. Der sagt dem, wie was Selbstwert? Ich habe Selbstwert. Und Selbstvertrauen habe ich auch. Ne? Also, und der hat aber ein anderes Problem. Der denkt vielleicht sowas wie, ich habe 10 Mitarbeiter und alle Mitarbeiter, so denken ja die Menschen, ich weiß gar nicht, ob ich es hier sagen darf, der denkt dann nicht so, wir haben ein missgeratenes Verhältnis in der Firma gerade, ich mit meinen Mitarbeitern. Der denkt sowas wie zum Beispiel, meine Mitarbeiter sind alles Schweine. Ja.
Und wenn ich da morgen hingehe, schon wenn die mich angucken, die wollen mich fertig machen oder ich mache sie fertig. Also so, das wären ja typische Gedanken, die jemand hat. Die ja total natürlich sind, ne? Ja, natürlich. Young in uns. Ja, eben, ganz genau. Und jetzt muss der Coach lernen, und das können alle Coaches, die sehr erfolgreich sind, die können das, die verstehen ihre potenziellen Kunden in ihren Gedanken und in ihrer Realität, in ihrer Ausdrucksweise abzuholen. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied zwischen den 2%, die überdurchschnittlich verdienen, und den 98%, die unterdurchschnittlich verdienen. Okay, sehr, sehr spannend. Ich glaube, da gibt es noch mal einen Faktor. Viele, die denken, ich gehe mal den Weg des kleinsten Widerstandes. Ja, ich mache erst mal einen ganz niedrigen Preis und versuche die Leute schon mal anzulocken. Mhm. Und dann überzeuge ich sie so toll in meinem Seminar, dass sie dann mit mir weitergehen und 500 € Produkte kaufen oder so. Ja. Und also ich bin der Meinung, dass wenn du halt eben in diese hohe Ergebnisse kommen möchtest, wenn du für dich wirklich sagst, ich möchte geile Arbeit tun und ich möchte dafür richtig geil verdienen, ja, dann musst du echt nach innen gucken und schauen, was denke ich denn da so in meinem Kämmerlein? Was sind denn da für Gedanken und was sind denn da für die Annahmen? Versuche ich, den Weg des kleinsten Widerstandes zu gehen oder will ich an meinen Blockaden, an meinen Einstellungen arbeiten, einfach mal durchbrechen durch die Wand? Ja. Das ist für mich den Unterschied. Und wenn man den Markt mal anguckt, viele der Top-Speaker auch heute waren ja früher Coaches, ne? Die haben mal als Coach begonnen, haben irgendwo eine Coaching-Ausbildung gemacht, manche vor 30 Jahren bei Birkenbiel oder so, ja. Und sind dann irgendwann Trainer geworden, dann Speaker, dann Keynote-Speaker und geben jetzt große Seminare. Ist das eine Entwicklung, die ihr erlebt, so von 1 zu 1 zu 1 zu 5, 1 zu 10, 1 zu 1000? Also man kann das ja bei uns selber sehen. Also wir haben jetzt am Wochenende kein hochpreisiges Seminar, aber da kostet das Ticket auch. Jetzt mittlerweile sind wir bei 1300 €, da kommen 100 Leute. Mhm. Und wir haben vor 2,5 Jahren als Coach angefangen. Also und was ja auch das Heftige ist, uns kannte da draußen, wenn man so will, niemand. Also uns kannte kein Schwein. Wir sind auf Facebook gegangen und du hast eine Liste mit 80 Leuten gehabt, so eine E-Mail-Liste, 80 Personen. Und wir haben eine Facebook-Gruppe gehabt, da waren genau 0 Leute drin. Nee, 2, wir. Ja, ihr hattet schon mal einen Follower. Das ist schon mal genau. Wir haben auch die Rita. Wir haben uns gegenseitig gefollowt, ja. Und kommentiert. Und jetzt haben wir mittlerweile eine Gruppe mit fast 6.000 Leuten, 5.900 sind es. Wir geben jetzt Seminare, wo 100 Leute kommen, für relativ flachpreisig, für 1.200 €. Ja. Wir machen aber auch große Seminare, die sind also deutlich preisintensiver. Und es geht nicht nur um uns, es geht auch darum, um diese neue Generation an Coaches, an Hochpreis-Coaches, die hier heranwächst. Also mittlerweile kennen wir sehr, sehr viel. Wenn wir in unserem 100K-Zirkel gucken, in unserem Elite-Zirkel, da sind Leute drin, also die 100.000 im Monat machen. Und dann geht es so, wie komme ich auf 500.000 € Monatsumsatz? Und das sind alles Leute, die geben auch Seminare. Die sind im Wachsen. Und also es gibt riesige Chancen heutzutage. Ja, super spannend. Was mich noch interessiert ist, wie habt ihr beide zusammengefunden? Wart ihr schon Coaches, als ihr euch kennengelernt habt? Und wer hat euch dieses Coaching-Ding ins Leben geworfen? Weil ich glaube, das ist auch spannend für diejenigen, die ihr hören. Warum machen die das überhaupt? Ne? Und das ist ganz, ganz spannende Frage. Ich glaube, muss jeder von uns seine Seite der Medaille erzählen. Genau. Weil bis zu dem Punkt, wo ihr so zusammen das macht. Ja, weil wir so zusammengekommen sind. Ich war ja schon, ich habe meine Lehre gemacht zu Grafikdesignerin und habe dann sofort gesagt, nee, so Arbeitsverhältnis und angestellt ist überhaupt nicht für mich. Ich will fliegen, ich bin frei und habe mich selbstständig gemacht. Und ich war 17 Jahre lang Beraterin. Beraterin für Online-Marketing, eine kleine Agentur gehabt. Also ich war immer in diesem Beratungssektor. Glücklich damit, damals? Ich war damals glücklich, aber ich war damals in meinem Kopf echt sehr, sehr, sehr begrenzt und ich konnte mal gerade so damit überleben, bis ich meine Selbstständigkeit so richtig heftig gegen die Wand gefahren habe, kurz vor der Insolvenz, komplette Trennung von meinem Ex-Mann, von dem Vater meiner Kinder und eine krasse Entscheidung zu sagen, ich steige aus, ich gehe auf die Weltreise, ich muss mich erstmal überhaupt sammeln und verstehen, was will ich denn überhaupt von diesem Leben, wie soll es denn weitergehen? Und wo wir dann zurückgekommen sind, dann sind wir nach Berlin gegangen, ich mit meinen 2 Mädels. Und da bin ich auf einem Seminar gelandet. Ich weiß gar nicht, woher ich die Karte hatte.
Und dann ging es darum, ja, Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Was kannst du so mit deinem Leben machen? Und da habe ich meinen NLP-Practitioner gebucht in der Türkei und bin dann dahin gefahren mit der Idee, meinen Keller komplett aufzuräumen, sodass, wenn ich zurückkomme, mein letzter Versuch mache mit dem Business, damit das richtig durch die Decke geht und ich meine Millionen habe. Das war so damals mein Plan. Ja. Und ich bin tatsächlich dahin gegangen, ohne den Hintergedanken, selbst als Coach zu wirken. Okay. Und jetzt nochmal, um die Begrifflichkeit zu klären. Also du bist in die Türkei geflogen, da war ein Trainer und der hat beigebracht, wie das Ganze funktioniert. Macht ja auch nur einer in der Türkei, deshalb können wir, glaube ich, auch den Namen sagen. Ja. Da wahrscheinlich Marc Galal. Ja, genau, wir waren bei dem lieben Marc. Und genau, der bringt ja dir bei, wie du dich selbst und den anderen coachen kannst. Ja. Und wenn du das halt übst, dann wirst du ja automatisch mitgecoacht, ja, und räumst deinen Keller beim Praktischen mal auf. Ja. Da beginnt auch die Reise bei diesem Selbstcoaching, ne? Ich kann mich erinnern, als ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, damals beim BMMB, gibt es gar nicht mehr, das war so ein Coaching-Verband, da habe ich gedacht, ich lerne das jetzt bei anderen, aber das ging wochenlang, ging immer freitagsabends in Frankfurt und dann gab es so Übungen, ging erstmal nur um mich, bis ich überhaupt an jemand anderen dran gelassen wurde. Ne? Das war natürlich ja, you go first, wie immer im Leben. Ja, you go first, mach erstmal bei dir und dann kannst du es mit den anderen machen. Ja, also es ist ganz wichtig, deswegen finden wir das auch so super, was du auch machst, weil es geht erstmal darum, an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten. Ist egal, ob du Coach werden willst oder die eigene Persönlichkeit ist ein grundlegender Pfeiler für jede Art von Erfolg. Ja. 100%. Wie bist du? Warst du auch in der Türkei auf diesem Seminar? Das war ganz heftig. Also ich war 42 Jahre alt damals und habe gedacht, ich verändere mein Leben jetzt nochmal. Bin so ein richtiger Konzernschlumpfi gewesen und habe. Warum wolltest du verändern? Das ist ganz krass. Also ich hatte in der Schule immer einen Fensterplatz gehabt. Wir sagen immer, Katharina ist ja sehr intelligent. Und ja, ich bin es auch ein bisschen vielleicht, aber Katharina hat so wirklich nur ein, zwei und so. Und bei mir war das genauso nur umgekehrt. Ja, also, bei mir auch. Ja, also Katharina, du kannst jetzt rausgehen hier aus dem Interview. Und irgendwie habe ich es dann doch geschafft, durch den Verkauf, ich bin vertriebsstark, ich habe dann mit 18 irgendwann gemerkt, irgendwie kannst du verkaufen durch einen glücklichen Zufall, durch Gnade und dann mit 42 Jahren, das ist ja 24 Jahre später, glaube ich, ja genau, 24 Jahre später, habe ich eine Stelle als Dachregion, Verkaufsleiter, Manager bekommen und war sehr, sehr glücklich. Und dann habe ich mir damals schon einen Coach genommen gehabt, der mir dabei geholfen hat, diesen Job zu bekommen. Also diesen Job. Hast du den damals herbekommen, diesen Coach? Das war ganz schwierig. Ich habe bei Google gesucht. Coach. Ja, Coach. Ja, genau. Dann kam dann ein Bus, dann kamen irgendwann Damenhandtaschen und ich habe vorher, glaube ich, in irgendeiner Zeitung... Jetzt habe ich es. Und ich habe vorher in einer Zeitung gelesen, dass es Coaches gibt, Karrierecoaches. Und dann war ich schlauer, ein bisschen Karrierecoach. Und dann kamen irgendwie im Rhein-Main-Gebiet, wo ich herkomme, waren dann zwei, drei. Den einen habe ich angerufen, der wollte mich irgendwie gar nicht haben, hatte ich den Eindruck. Und ich glaube, der dritte, so viele waren da aber auch gar nicht. Der dritte, der wollte mich dann haben. Und also da durfte ich dann hin. Und der hat mir ganz genau gesagt, was ich sage bei diesem Gespräch, was ich nicht sage, wann ich ruhig bin, wann ich atme und bis fünf zähle und wieder ausatme, ja, und wann ich gucke. Der hat mir gesagt, alles, was kommt in diesem Gespräch. Und das habe ich einfach gemacht und danach hatte ich den Job. Mit dem Unterschied, dass ich irgendwie 20.000 Euro mehr rausgehandelt hatte, wie er mir gesagt hat. Ne? Ja, jetzt wird es natürlich spannend, weil er hat... Ist es die Aufgabe des Coaches zu sagen, was man tun soll? Oder ist es die Aufgabe, das quasi aus demjenigen herauszuholen? Da gibt es ja auch unterschiedliche Schulen, ne? Es kommt jetzt wieder auf den Auftrag an. Also für mich hatte er den Auftrag total erfüllt, ja? Aber ich war damals auch in meiner Persönlichkeit noch nicht so weit. Okay. Und dann saßen wir danach zum Nachcoaching. Ich hatte dann mittlerweile Mitarbeiter und haben gesagt, okay, dann machen wir auch mal irgendwie hier so ein Training und so. Ich habe da ein Budget. Und dann sagte ich zu dem, und weißt du was, wenn ich auf einer grünen Wiese jetzt sitzen würde, dann wäre ich am liebsten Trainer, so wie Jürgen Heller.
Und dann sagte der, ja, du bist ja ein ganz fluffiger Bengel und du solltest mal so ein bisschen sowas in deiner Ausbildung dann machen. Und dann bin ich zum NLP-Practitioner gegangen. Und da war sie. Und da war sie. Und dann habe ich meine Sachen gepackt, habe mich im Spiegel angeguckt und habe gesagt, Mensch, ist ein toller Hecht. Und habe das so, ne, und bin dorthin geflogen und habe am ersten Tag sie kennengelernt. Und ich wollte mich dann nicht coachen lassen, ich wollte ein paar Kommunikationstechniken lernen. Und dann hat sie und dann noch eine andere Freundin gesagt, ja, du musst auch mal, du kannst dich ja coachen lassen. Ich will coachen, weil brauche ich nicht. Ne? Und ist klar, ja, der Mann, nee, warum? Bei mir läuft doch. Ja, genau. Und am dritten Tag war da ein Bühnencoaching und dann habe ich mir gesagt, ich bin zwar ein toller Hecht, aber ich bin gar nicht der Hecht, der ich sein will. Und dann hatte ich mein Coaching. Auf der Bühne? Nee, so weit war ich, weiß ich nicht, da war ich noch nicht so weit. Aber ich habe mir dann, da waren ja auch begleitende Coaches, habe mir dann einen Coaching-Termin gebucht, habe dann einen Zettel geschrieben, was ich eigentlich für ein Typ bin, was mir so im Leben passiert an Themen, die vom Coaching interessant sein könnten, passiert ist und habe mich dann coachen lassen. Und ich weiß noch, da war auch eine Diskothek, wir haben da abends immer gefeiert, wir beide, so durfte man nicht, wir haben es trotzdem immer so gerne gemacht. Und mitten auf der Tanzfläche, da habe ich dann angefangen, einfach bin zusammengebrochen, so habe wirklich geweint. Weil das alles hochkam dann. Ne? Kam alles hoch und Katharina stand neben mir und hat mich die ganze Zeit umarmt und hat mich einfach mit den Nacken gestreichelt und weiß ich heute noch nicht. Jetzt fehlt nur noch dieser Lichtkegel, der dann auf Katharina kam. War so eigentlich ein Licht vom DJ. Wir schwebten dann, ja. Wow. Aber ich muss mal dazu sagen, ihr kamt ja aus komplett, also ihr beide kamt aus komplett unterschiedlichen Welten. Ne? Mhm. Auch wenn wir mal, du warst finanziell sehr gut aufgestellt, wie du gerade erklärt hast, warst Führungskraft in einem großen Unternehmen. Ja. Und Katharina, du hast gesagt, du hast gerade vorher quasi dein Business gegen die Wand gefahren und da war es wahrscheinlich monetär jetzt nicht so spannend in dem Moment. Ne? Ich habe mir das Geld wirklich zusammengeliehen, dass ich auf diesen Practitioner fliegen konnte. Und habe mich durch alle Vorurteile durchgesetzt, habe gesagt, ich mache das trotzdem. Und ja, das war interessant. Aber dann, also wir haben uns ja beim ersten Mal am Abend kennengelernt. Ich stand an der Bar, da stand auf einmal vor mir. Wir hatten den lustigsten Abend unseres Lebens gehabt, glaube ich. Bisherigen. Heute Abend in der Suite, ne? Wir haben natürlich dann gesprochen, wo bei mir dann der Keller aufgeräumt war, bin ich ja aufgeblüht. Auf einmal habe ich Aufmerksamkeit von anderen Männern bekommen. Und die haben gesagt, du hast so eine tolle Ausstrahlung. Das war für mich damals undenkbar. Ich war eine graue Maus, die bi 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 gemacht hat. Ja? Und ich war dann auf der Bühne und ich konnte zwar in diesen Menschen sprechen. Das war für mich, also dieser Practitioner hat mich sowas von um 180 Grad gedreht. Deswegen bin ich so dankbar für all die Coaches, für Marc Galal. Der klingelt jetzt die ganze Zeit. Ja, genau. Oh, aber das ja. Weißt du schon. Und auf dem Konto auch, aber der ist eh frisch wie ein Otter, ne? Ja. Das weißt du schon, das habe ich schon tausendmal gesagt. Und dann haben wir uns immer unterhalten, so, ja, was willst du denn erreichen? Dann hatte ich da mal eine verrückte Idee bekommen. Ich habe gesagt, wisst ihr, was ich verdienen will? Ich will 5.000 Euro verdienen. Pro Monat oder am Tag? Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, am Tag. Das war, und alle haben es gesagt, wie jetzt? Schau mal, wo du jetzt also, stehst. Man muss das mal sagen, das war dann so am sechsten Tag oder so, machst du, wie soll dein Leben aussehen? Arbeitest du den ganzen Tag dran? Dann durften 20 auf die Bühne. Und ich bin ja einer, ich habe mich ja nur von der Sonne coachen lassen und war eigentlich schon der ganz Große da. Ne? Und Katharina hatte Bühnenangst damals noch, ne? Und auch ja. Kameraangst, ne? Und dann, ich habe sie genommen, wir haben Händchen gehalten. Ne? Wir waren also nichts nur, passiert nee, beim nee, gar Seminar. Nichts, ne? Aber das haben viele so gesehen und die haben gesehen, wie wir uns näher, und so ein großes Seminar, ich meine, also du kennst nicht alle, aber die Leute kennen dich. Klar. Und wir waren vorne auf der Bühne und dann durfte jeder jetzt sein Commitment von 500 Leuten geben, was er tun will. Und ich habe gesagt, ich möchte ab heute nur noch von dem leben, was ich liebe. Und alle geklatscht und super. Und dann Schatzi, ne, so, nee, Schatzi noch nicht, aber Katharina. Und sie so, und ich möchte 5.000 Euro verdienen. Und alle geklatscht. Und dann sagt sie am Tag. Und dann war für so eine Mikrosekunde, hättest du eine Stecknadel in diesem, das war Riesenenergie, ruhig für eine Mikrosekunde. Und danach alle, Und danach auf Hause. Und dann kannten wir viele, gefühlt kamen 500 Leute auf Katharina.
zu. Man schätzt ja die Leute ein, was sie so verdienen und was hast du für eine Uhr. Und man weiß ungefähr, man kann die Leute einkategorisieren. Und uns beide hat man nicht in 5.000 Euro am Tag einkategorisiert, auf jeden Fall nicht. Ja. Und sie kamen alle zu Katharina, haben sie umarmt. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das da draußen, oder kennst du das, wenn du mit deiner Partnerin am besten zu einer Party gehst, wo deine verwandten Freunde sind, und deine Partnerin oder dein Partner haut so einen richtigen Klopfer raus. Mhm, und alle gucken dich so für eine Mikrosekunde an. Mhm. Weißt du, ob ihr da draußen das Gefühl kennt, ne? Dieses, ne? Ich habe mich in dem Moment von 500 Leuten ganz kurz so angeguckt gefühlt. Was macht er? Und ich so, ich habe mich klar. Ne, klar, kriegen wir hin, stehe ich hinter. Ne, so. Aber ich habe es immer nicht geglaubt und die 500 Leute haben es auch nicht geglaubt. Katharina, wo kam in dem Moment der Mut her? Weil ich würde ja gerne mal über dieses Thema Mut kurz sprechen, weil ich weiß jetzt schon, was hier bei Leuten passiert, die zuhören. Für euch ist 5.000 Euro am Tag wahrscheinlich mittlerweile Standard oder mehr. Mhm. Für andere, und das darf man halt auch nie vergessen, nicht Mann, wir dürfen es nicht vergessen, ist das ein 3-Monats-Einkommen für hunderte Stunden Arbeit. Woher kam dieses 5.000 am Tag? Also ich muss dazu sagen, könnte sagen, ich wurde zweimal geboren. Ja, bei meinem Geburtstag und dem Tag, wo ich mein Business gegen die Wand gefahren habe und mich von meinem Ex-Mann getrennt habe. Mhm. Und dann war ich auch bei meinem allerersten Coach, das war eine Freundin von einer Freundin, die mich dahin geschickt hat, dass ich endlich diese Trennung vollziehen kann, weil die Beziehung hat mich schon sehr, sehr lange sehr unglücklich und krank gemacht. Und wir saßen da unter den Apfelbäumen und mein Leben war zu Ende. Mhm. Ich hab nichts mehr gehabt, kein Einkommen, kein Ex-Mann. Meine Mutter hat mich beschimpft, was ich denn da überhaupt mache und ob ich in eine Sekte gelandet bin. Und ich habe gesagt, was soll ich machen? Ich bin so leer, ich kann umbringen. Dieses berühmte schwarze Loch ohne Wände. Ne? Und mein Coach hat gesagt, die Silke damals, halt es aus. Und nach einer halben Stunde aushalten, kam so ein erleuchtender Moment und er hat gesagt, weißt du was, am liebsten würde ich meine Kinder packen und eine Weltreise gehen, in einem Zelt, irgendwo am Strand, halbes Jahr schlafen. Ich will nichts sehen. Und dann hat sie gesagt, mach doch. Und ich so, wie soll ich das machen? Ich habe kein Geld. Und sie hat gesagt, weißt du was, triff eine Entscheidung und tu den ersten Schritt. Und das habe ich getan. Ich habe mich ins Auto gesetzt, ich habe gezittert, ich habe gekotzt und ich habe gesagt, ich ziehe es durch. Verdammte Scheiße, ich ziehe es durch, egal was mich das kostet. Das heißt, du bist in diesem Moment auch aus dieser Opferrolle rausgegangen. Ja, gut. Ich saß dann im Auto, wo ich mich ausgekotzt habe, wo ich mich ausgeschrien habe. Ich saß da, ich habe mal richtig auf Lenkrad draufgegangen und gesagt, nie, nie wieder. Bin ich ein Opfer? Ich gestalte jetzt mein Leben selbst, ab heutigen Sekunde. Und das war für mich so ein Referenzerlebnis, weil danach alles funktioniert hat. Ich konnte die Reise machen. Ich hab, aus allen Ecken kam Geld, dass ich die Tickets kaufen konnte, dass ich dort überleben konnte mit meinen zwei Mädels. Und das war ein Referenzerlebnis, was mich jetzt durch mein Leben trägt. Sehr spannend. Ich weiß, ich kann Entscheidungen treffen. Und die 5.000 Euro, um zurückzukommen auf die 5.000 Euro, das war genauso da der Moment, wow, das würde mir so viel Spaß machen. Das ist so verrückt. Und dabei könnte ich jedem da draußen zeigen, dass es geht. Ja, ja, da muss man halt erstmal wissen. Ne? Ich habe so ein Erlebnis gehabt, wo mir ein anderer Trainer, ein Amerikaner, die reden ja sofort über Geld, was wir Deutsche ja sehr, das ist nicht so in unserem Kulturkreis. Wir haben uns kennengelernt und er sagt, hier, you're a cool dude, but how much do you make? Das war so der erste Satz und nicht so eine blöde Frage. Und war das so, keine Ahnung, 25 als Trainer. Mhm. Und damit war ich habe gedacht, ich bin der König zu Hause. Rita und ich, wir haben das geilste Leben gehabt. Und dann sage ich, was machst du denn so? Sagt er ja auch 25. Ich sage, ist doch gut, sind wir eine Liga, sagt er am Tag. Und was dann ja passiert in unserem Gehirn, ist ja spannend. Ne? Aber ich weiß auch, was jetzt bei den ganzen Zuhörern hier passiert, oder vielen zumindest. Ich gehe mal kurz in diesen Moment, ihr beide steht auf der Bühne, dieser Blick kommt auf euch. Da werden jetzt viele denken, auch die da waren, ja, ja, natürlich. Guck mal hier, das sind 2 von 500, die haben jetzt hier den kosmischen Klaus gerade geschluckt. Wie habt ihr es denn dann geschafft? Also,
dieses, ihr habt eine Facebook-Seite gemacht, ja, gibt's auch Tausende. Gehen wir mal in die Schritte rein. Was habt ihr getan, um dahin zu kommen, wo ihr heute seid? Aus mental. Dem Nichts. Mental oder technisch? Beides. Wir brauchen beides. Also mental, ich muss sagen, wir haben angefangen, nach diesem Practitioner haben wir angefangen, unser Leben komplett aufzuräumen, haben die Beziehungen verlassen, wir sind zusammengezogen, zusammengekommen und wir haben gefühlt ein halbes Jahr im Wald gestanden und Bäume umarmt. Ist auch schön. Wir waren so eine spirituelle Seite auch dazu genommen, ja? Ja, also das hat sich so viel geändert. Das ganze persönliche, private hat sich verändert. Und eigentlich waren wir noch ein ganzes Jahr. Ein ganzes Jahr brauchten wir für den zweiten Practitioner, sind wir nochmal hingefahren. Und deswegen, manche sagen so auch, das will ich auch mal den Leuten mitgeben. Du warst jetzt beim Seminar und du hast ein Gefühl gehabt, ja, und dann ist es doch nicht und dann sind manche enttäuscht. Nein, geh nochmal hin. Ja, klar. Geh nochmal hin. Geh unbedingt nochmal hin. 15, 20 Tage im Jahr. Ja. Klar, wo soll es uns herkommen? Ja. Und in diesem Jahr haben wir ganz, wir haben alles aufgeräumt. Ne? Also, ja gut, also jetzt um es bei mir, also von der Frau getrennt, ja. Das Haus kam unter den Hammer. Also ich wohnte dann in einer, nicht unterm Hammer, nee, aber es muss dann verkauft werden. Ja, ja. Und ich hatte zwei Dinge noch und das eine waren meine beiden Söhne und das andere war mein Job nach einem halben Jahr. Nee, ja genau, das war das Einzige, was ich noch hatte. Ich hatte andere Hobbys, durch das Hobby andere Hobbys, kamen andere Freunde. Also ich habe alles geändert. Mhm. Und die einzig beiden Konstanten waren meine beiden Jungs und mein Job. Und ich merkte, dass ich den Job nicht mehr machen kann. Mhm. Und ich war in so einer richtigen, das war also wirklich sehr, sehr, sehr schwer, weil ich habe gut verdient. Und jetzt ist Fatih mit 42 in der Midlife-Crisis. Mhm. Und jetzt lebt er sich mal richtig aus. Und jetzt bringt er auch keine Brötchen mehr zu Hause. Das heißt, die Jungs haben jetzt nur noch zwei Streifen auf dem Turnschuh. Das waren ganz starke Dinge, die da auch selbst auch wahrscheinlich Zweifel daran, ob das funktioniert, ne? Weil ich meine, als Vater, ich bin selber Vater, das ist ja ein Riesending, ne? Die Familie mit da zu nehmen. Deine Freunde, wie haben die reagiert auf den Schritt? Ja, die haben das nicht verstanden. Ich wollte natürlich erst alle bekehren. Und irgendwie, also ne, so, ihr könnt auch alle und macht mal was und boah, ich war total begeistert. Das funktioniert super, ne, mit dem Bekehren. Und alle so, er kommt wieder so, die sind wahrscheinlich dann geflüchtet und so. Ich habe jetzt noch zwei, drei aus dieser Zeit, aber die meisten habe ich halt nicht mehr. Ne? Und was sagen die zwei, drei jetzt? Wir haben es immer gewusst, oder was sagen die? Das ist auch spannend. Also im Endeffekt kenne ich noch alle aus dieser Altstadt, die sagen immer, ja, als ich rauszog, also wieder eine andere Geschichte und sage, ich will jetzt irgendwie mal großer werden, lange bevor ich mit Persönlichkeitsentwicklung anfinge, da haben alle gedacht, eben, tu es nicht, bleib lieber hier, geh ins VW-Werk und das war dann noch Deutschland, macht das, was alle tun. Und als ich dann später kam, schon mit meinem ersten Firmenwagen dann war das für die in diesen wirklich Provinzstadt, da war ich dann schon, war das allen klar, dass das, ja, wir haben es gewusst. Ne? Also auch das habe ich durch. Nee, die zwei, drei, die ich jetzt noch habe, die verstehen es heute immer noch nicht, aber man hat irgendwie, wir haben auf einer anderen Basis immer noch eine Ebene. Ja. Okay. Und also viele mentale Dinge, die da aufgeräumt werden müssen. Katharina, wenn wir bei dir mal auf die Mechanik gehen, du hast natürlich auch mentale Dinge tun müssen, aber was habt ihr dann faktisch getan, also ihr zwei, um so ein Business daraus zu kreieren? Also ich muss erstmal nochmal auf die mentale Sache ganz kurz drauf eingehen, weil zu dem Zeitpunkt wohnte ich in Berlin in Wedding, ja, in so einem Block und ich habe einen Hund, das ist Pieper, das ist ein Jagdhund und die muss zwei Stunden am Tag mindestens bewegt werden, ja, man muss mit dir spazieren gehen. Und ich bin mit dir immer an so einem Grenzstreifen spazieren gegangen. Grenzstreifen in Berlin, wo praktisch Ost- und West-Berlin sich treffen und wo halt nichts gebaut werden darf. Ne? Und es war halt auch Müll. Also es sah nicht nach Wohlstand aus. Und ich bin immer mit meinem Pieper raus und habe gedacht, wie würdest du jetzt laufen, wenn du 5.000 am Tag hättest? Ich bin wirklich königlich da mit meiner Pieper an diesen Grenzstreifen gelaufen.
und wirklich mich darauf programmiert. Mit den zwei Streifen auf dem Schuh, ja? Mit den zwei Streifen auf dem Schuh. Wie würde ich laufen? Wie würde ich mit meinen Kiddies umgehen? Wie würde ich jetzt in den Laden reingehen? Und habe wirklich die ganze Zeit mich darauf programmiert. Und dann kam der Zeitpunkt, das war gar nicht unser Ziel, gemeinsam Business zu starten, weil ich wollte, ich habe so viel Wissen über Online-Marketing, wie man Webseiten macht, die wirklich verkaufen, weil ich ja wirklich 17 Jahre das Ganze gemacht habe. Ich kann auch wirklich programmieren. Mhm. Ja, ich wollte dann unbedingt einen Online-Kurs machen und habe gesagt, ich mache erstmal einen Online-Kurs und dann schauen wir, ob ich mich dann auch in die hochpreisige Gebiete mich vordringen kann, und du wolltest ein Trainer sein, ja? Und so haben wir gestartet, und dann haben wir gesagt, wir brauchen Leute, die uns so ein bisschen diese Accountability machen, dass wir auch das machen, was wir versprochen haben. Also haben wir 110 Millionen Club gegründet mit unseren Freunden. Echt? Das ist ja cool. 110 Millionen Club, und wir haben uns einmal in 3 Monaten getroffen. Dann hat jeder, wir waren zu 5, glaube ich, damals, hat jeder so Ziele für die nächsten 3 Monate halt sich vorgegeben. Und beim nächsten Mal haben wir natürlich abgefragt, hast du das so erledigt? Und wenn du es nicht gemacht hast, musstest du 100 Euro zahlen. Das war damals viel Geld für uns. Ist immer noch viel Geld, 100 Euro. Immer noch viel Geld, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, mein Online-Kurs war fertig. Die Videos waren sogar abgedreht und ich habe echt eine Videophobie gehabt. Ich konnte mich überhaupt nicht leiden. Das ist so schön, dass du das sagst. Sorry, Katharina, muss ich einmal unterbrechen. Alle, die hier zuhören, dieser Schritt, sich dahin zu setzen, die ersten Videos zu machen, ist für alle, auch für eine Katharina, auch für einen Chris, auch für einen Tobi Beck, ein Voll-Albtraum. Ja. Punkt. Mach's halt trotzdem. Ja. Du musst dich dann ja hören. Du musst dich dann ja hören. Weißt du, bis jetzt kann ich mich nicht aushalten auf den Videos, aber es ist eine andere Geschichte, ja? Ich auch nicht. Ich find's ganz furchtbar. Ja. Das ist ja auch so, okay. Und ich habe gesagt, okay, ich weiß, damit ich meinen Online-Kurs verkauft kriege, muss ich ein Webinar machen. Mhm. Also muss ich wirklich vor die Kamera gehen, irgendwie Inhalt geben und am Ende verkaufen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich sammle all meinen Mut zusammen und setze das als mein Ziel in diesem 110-Millionen-Club. Und ich habe dann gesagt, Leute, aber ich kann es nicht. Hilf mir, was soll ich machen? Und dann hat Christian gesagt, Schatzi, ich bin dabei. Wir machen es zusammen, das Webinar. Ja. Verkaufen kann er ja. Verkaufen kann er, das wusste ich. Und dann haben wir unser erstes Webinar gemacht. Wir hatten ein Produkt für 1.000 Euro. Wir haben das erste Webinar gemacht. Das ist sogar auf Facebook noch drauf, weil wir danach waren beim Inder in Berlin. Und 28 Teilnehmer, was stark war, mit einer Liste von 80 Leuten, aber 22 Freunde und Bekannte, was es nicht besser gemacht hat, weil wir wussten, 22 haben schon mal kein Interesse und gucken nur, das sind ja die Glaubenssätze, gucken nur zu, wie du es gerade verkackst. Ja, so. Und wir haben uns aber dann echt frei gemacht und haben das gemacht. Wir tun jetzt, also, und das ist ein Riesentrick, wenn du das zuerst machst, ich stelle mir immer vor, bei jedem Video heute noch, und wir haben mittlerweile so viel Webinare gemacht, wir können das wirklich gut. Und ich stelle mir immer vor, es sitzt Tony Robbins drin, Marc sitzt drin, Tobi, du bist eigentlich auch dabei, und noch 2, 3 andere sitzen im Publikum, und ich mache ein Webinar, dass ich die 6 Leute begeistere. Ja. Und mich interessieren nicht die Leute, und das ist wirklich wichtig auch für dich, interessier dich nicht für die Leute, die nicht kaufen. Ich mache das Webinar für die Leute, die kaufen. Ja, das ist auf der Bühne genauso. Ne? Wir machen das natürlich gut und freuen uns für die, die mitgehen, dann weiter den Weg. Ne? Ja. Und das ist aber so eine, weil wenn du ein Webinar machst, hast du in der Bühne hast du eine Interaktion, und im Webinar hast du oftmals nur... Ich weiß, ja. Ein Emoji jetzt auch, wenn du... Genau, das ist die, der Christian Bischof sagt es auch, das ist die Höchststrafe, wenn du mit jemandem redest und der... dich so anguckt. Und der grüne Punkt guckt dich so an. Ja. War es denn bei euch dann so, steter Tropfen höhlt den Stein? Ist es dann einfach langsam größer geworden in eurer Positionierung? Oder wie hat es dann angefangen? Wir sind ganz verrückt. Ja, auf jeden Fall dieses Webinar. Wir haben einen Platz im Seminarverkauf für 1.000 Euro total abgefeiert und haben dann festgestellt, okay, wir müssten dann wahrscheinlich jeden Tag ein Webinar machen, jeden Tag einen Platz verkaufen, dass wir dann Und auch die Vorbereitung, dann haben wir noch andere Glaubenssätze gehabt. Du kannst nicht jeden Tag dasselbe Webinar machen und die T-Shirts, die wir vorher und Hemden durchgeschwitzt haben und so. Und wir haben dazu, da haben wir gedacht, irgendwas
Also das ist noch nicht der heilige Gral. So. Ja, und dann haben wir aber so tolle Feedbacks bekommen, ja, dass unsere Energie eigentlich verkauft hat. Hm. Nicht das, was wir erzählt haben, sondern wie wir miteinander diese Energie aufgebaut haben. Ja. Dann haben wir gesagt, Schatzi, lass uns das doch zusammen machen. Lass uns zusammen dein Business aufbauen. Ja, und dann war das wirklich so, also wir haben finanziell ging es uns damals gar nicht gut mehr. Ja, wir haben dann 1.000 Euro, dann haben wir gesagt, mit 1.000 Euro kommen wir jetzt nicht wirklich so. Und ist weit weg von dem 5.000 Euro am Tag Ziel. Ja. Ganz genau. Für zwei dann auch noch. Dann ist mir per Zufall, ich glaube, du hast mir einen Link geschickt zu einem Webinar und hast gesagt, das ist auch ein Perle und guck mal, wie die das machen. Und das haben wir angeguckt und das war jemand, der eigentlich nur, oder die haben nur für Frauen das gemacht. Ich habe mir den Link aber angeguckt, weil die hochpreisig sind. Mhm. Und dann haben die nur für Frauen gepitcht und die Frauen. Und ich habe aber gesehen, wie die das gemacht haben. Und ich war begeistert. Ich habe gesagt, wow, und das will ich lernen. Und dann habe ich mich angemeldet. Für das Frauenseminar. Mit Katharinas Namen aber. Und dann haben wir ein Mentoring gebucht. Wir haben unser letztes Geld damals zusammengekratzt. Ich habe es irgendwie gemacht. Ich habe gesagt, ich zahle, das war mein das letzte Geld. Ich zahle das und du musst es machen. Und dann war aber irgendwie so, dann haben wir ein Gespräch gehabt über Zoom mit denen. Die wollten uns halt kennenlernen. Das war auch ein Mentoring-Programm. Und dann bin ich halt so, ach übrigens, ich bin auch dabei. Und denen war das natürlich egal, ne? Ja. Weil das haben wir aber damals noch nicht verstanden gehabt. Das ist ja auch eine Art von Marketing. Und dann sind wir da rein. Wir haben das umgesetzt. Wir sind da in der Gruppe mit 8 Leuten gestartet. Und da waren dann Leute, die hatten schon eine E-Mail-Liste mit 5.000 Leuten. Und da waren starke Leute drin. Und wir hatten aber den Glaubenssatz, dass wir die Besten sind. Mhm. Das war für uns ganz klar. Und ja, das ist doch schon mal gut. Ja. Womit haben wir es begründet, weil wir am besten tanzen konnten? Die haben am Anfang getanzt, so, ne? Und wir haben gesagt, hey, die können doch nicht tanzen, also wir sind die Besten. Und also ein starkes Selbstbild ist einfach auch wichtig. Wir arbeiten mit unseren Leuten einfach sehr stark an deinem Selbstbild, dass du einfach auch dir zutraust, auch wenn da Bedenken sind, auch wenn da Ängste sind, auch wenn Quatschi da ist und dir die ganze Zeit erklärt, warum du es nicht kannst, weil deine Haare nicht liegen oder sonst irgendwie was. Das ist wichtig, dass du irgendwann sagst, Quatschi, halt's Maul. Und ich bin der Beste. Ja? Oder wenn das die Quatschi reden lässt und sagst, ich bin trotzdem der Beste. Du brauchst dieses Selbstbild. Und das ist auch das, was unsere Kunden lernen. Also wir haben ganz viele Coaches und jeder unserer Coaches ist der Beste. Ja? Weil natürlich, du positionierst dich auch und du hast deine Kunden und für deine Kunden ganz genau bist du der Beste. Und wie lange hat es denn dann gedauert? Bis 6 Wochen. Bis zum ersten nach 6 Wochen. Das fing dann an, die ersten 1-2 Wochen hatten dann welche Umsätze. Schatzi wurde langsam nervös. Und ich habe gesagt, nein, Schatz, kein Problem, wir sind die Besten. Und nach 6 Wochen hatten wir alle überholt. Und wir haben nach 6 Wochen 40.000 Euro Umsatz gemacht. Wow, online mit Webinaren. Ja. Mit Webinaren. Und Coachings dann. Ja. Krass. Das war eine echte Hausnummer für jemanden, also für einen Niemand. Und das haben alle dann, und dann fing das an, dass wir so den Respekt auch immer mehr bekommen haben, auch von den anderen Teilnehmern, die dort waren. Und mittlerweile waren die alle auch bei uns im Coaching und die haben wir auch jetzt, die durften mittlerweile, also die meisten auch begleiten, dass sie noch ein Stück größer wurden. Und und das war unser Start. Genau. Ja. Super spannend. Wenn ihr mal kurz herauskristallisieren könnt für die, die jetzt zuhören, die jetzt entweder schon Coach sind oder das werden wollen, wenn wir uns das Ganze jetzt mal als Treppe vorstellen, was sind die Schritte, neben der Tatsache, dass sie natürlich bei euch ein Seminar buchen, da reden wir dann am Ende zu, aber logisch, ne? Aber was sind wirklich die Schritte, die sie tun müssen, um Nennenswerte, die ja für jeden auch anders definiert sind, Umsätze als Coach zu machen? Könnt ihr da so ein paar Nuggets raushauen? Ja, natürlich. Ja. Vom Sein zum Idealbild. Ja. Also im Endeffekt, du startest immer mit der Positionierung. Das ist der allererste Schritt, dass du alles loslässt und sagst, welches Problem kann ich am besten lösen. Ein spezifisches Problem ist. Nehmen wir doch mal ein Beispiel. Nehmen wir mal meine Frau Rita, die will jetzt Coach werden. Ja. So, die fängt jetzt bei euch an. Ihr würdet also mit ihr darüber reden, was wäre ihre Positionierung im Markt? Ja. Genau. Und dann geht es schon los. Dann, die meisten kommen dann zu uns. Also es kommen, also erstmal, ja, ich weiß, die Leute haben alle keinen Selbstwert. Das ist Code Chinesisch, ja, zum Beispiel. Dann erzählen wir erstmal, nein, es geht hier um spezifische Probleme, ja. Wie zum Beispiel, ich habe ein Thema,
mit Preisverhandlungen. Ich habe ein Thema mit meinen Mitarbeitern. Das ist jetzt aus dem Business-Thema. Ich habe ein Thema mit Kindererziehung, Gärtnern, kann ja alles sein. Ja, genau. Ich habe ein Thema, mich mit meinen Kindern zu verstehen, weil sie alle in der Pubertät gerade sind. Das sind spezifische Dinge. Dann kommt aber der Coach, der bei uns anfangen will, der sich bei uns bewirbt, der kommt dann als nächstes, wofür ist denn ein Markt? Das ist so diese verkopfte Frage dann immer. Falsche Frage, weil es ist ja für alles ein Markt, ne? Ja, und wir suchen im Endeffekt nach dem roten Faden, wo sich schon durchs ganze Leben durchzieht. Jeder Mensch, ich glaube ganz fest daran, jeder Mensch hat eine Lebensaufgabe, hat irgendwas mitgebracht. Und man kann aufgrund von Ereignissen in seinem Leben, aufgrund von Leuten, die auf ihn zukommen, schon natürlicherweise diesen roten Faden heraus oder sehen und sagen, okay, da gehen wir rein, weil das ist das, was eh schon da ist. Und dann ist es am leichtesten anzufangen. Auch mal für alle. Mit einem Mythos werdet ihr dann auch schnell, den werdet ihr wahrscheinlich schnell wegräumen, dass es für das eben keinen Markt gibt, weil ich hab die Erfahrung gemacht, wenn ich mir so die Podcast-Charts angucke, da gibt's einen, der spricht über Fliegenfischen und bestimmte Köder. Der hat wie soll der damit mehrere Millionen Aufrufe bekommen? Der hat aber 5000, aber die kaufen alle diesen Köder und alle diese Angel. Ja, auf jeden ganz Fall. Genau. Also wir haben bis jetzt noch nichts gesehen, wofür kein Markt denn da gäbe. Und je spezieller du bist, und jetzt kommen wir in das Hochpreis-Coaching, umso mehr bist du ein Hochpreis-Coach. Je spezieller du bist, umso spezieller ist das Thema und umso loyaler sind die Kunden und die Follower, die du anziehst. Und das ist einfach ein Riesenthema. Und das Nächste, was ich auch noch sagen möchte, allein bei Facebook haben wir 36 Millionen deutschsprachige Menschen. Und viele, das ist einfach nur so eine Zahl oder manch einer sagt, die Leute gehen mittlerweile weg. Aber es sind 36 Millionen im Alter zwischen 18 und 65. Zahlungskräftige Menschen. Ja, klar. Millionen. Ich habe früher immer gedacht, wenn ich einen verrückten Menschen sehen möchte, so einen, den du nicht im Nachbarhaus im Dorf siehst, ja? Man weiß nie, wo der sitzt. Dann fahre ich nach Berlin, da treffe ich ihn auf jeden Fall und nicht einen, sondern 10 oder 20 davon, ja? Und dann habe ich Leute aus Wien kennengelernt und gesagt, nee, das ist in Wien so. Und die Hamburger sagen, nee, in Hamburg ist das auch, in Frankfurt ist auch, in jeder deutschen Großstadt, deutschsprachigen Großstadt, findest du mehrere Verrückte, die du in eine Schublade pressen könntest anhand gewisser Dinge, die sie einfach tun, lieben oder gewisser Probleme, die sie haben. Ja. So. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wenn man die 20 größten deutschsprachigen Städte, die Gesamteinwohnerzahl von 0 bis 103 zusammenrechnet, dann ist das die Hälfte, also es sind 18 Millionen und bei Facebook hast du 36 Millionen Zahlungskräftige. Also es gibt bei Facebook jeden und jeden mehrfach. Also Schritt Nummer 1, ich und der Markt, Positionierung. Im Idealfall fand ich gerade sehr schön, was du gesagt hast, Katharina, was hat sich schon für immer als Faden durch mein Leben gezogen? Das ist wahrscheinlich die Grundpassion dann. Was habe ich nach der Schule geliebt? Ne? Was kann ich gut? Was kommt mir aus dem Herzen? Ja. Was sind die nächsten Schritte, um wirklich auf einen hohen Umsatz zu kommen? Also der zweite Schritt ist im Endeffekt, diese Positionierung, die man erstmal aus dem Herzen oder aus dem Kopf trifft, zu überprüfen. Mhm. Und für mich ist Positionierung nichts anderes als die Art der Kommunikation. Und wir haben halt dieses Mittel, diesen Kanal Facebook, wo du sofort durch Werbung überprüfen kannst, ob das hier, was bei mir rauskommt, auf meinen Zielkunden zutrifft. Mhm. Und deswegen schalten wir im Endeffekt sofort Facebook-Werbung und laden die Leute in die Facebook-Gruppe ein. Ja. Wir nennen das Follower anziehen, so dass man halt die Leute in einem Becken sammelt und mal versucht, noch tiefer einzutauchen, die noch besser kennenzulernen, deren Sprache anfangen zu sprechen, da wo es dreht von Chinesisch und Kundisch. Ja. Ja, weil wenn du anfängst, die Sprache deiner Kunden zu sprechen, werden sie dich verstehen, die werden auf jeden Fall kommen. Du entwickelst sofort eine Sogwirkung. Ja. Und allein mit diesem Schritt hast du schon Autorität in dieser Gruppe und in der Außendarstellung. Wir haben so viel, weil es deine Gruppe ist und deine Gruppe Follower. Ne? Genau, die Leute werden zu Podcasts eingeladen, zu Online-Kongressen, zu RTL. Zwei Kunden von uns sind bei RTL und haben da ihre Formate. Das ist krass zu sehen. Und dann ist es ja so, also wenn du Leute um dich herum hast, die das Problem haben, wofür du eine Lösung hast. Wenn du sie ganz genau kennst, was brauchen die denn eigentlich bewusst,
dass die verstehen, dass sie das bei mir kaufen können. Und schon hast du ein geiles Angebot, was nur für diese Leute passt. Und es ist der nächste logische Schritt, du verkaufst. Also du weißt dann im Endeffekt, also erstmal bietest du eine Lösung für das Problem, was sie haben. Die finden dich ja nicht nur toll, weil du so eine tolle Frisur hast. Die finden dich wirklich gut, weil du eine Lösung für deren Problem hast, wenn du dich positioniert hast. Dann gehst das ist der große Unterschied, wenn ich nochmal unterbreche, zu so einem Instagram-Star, der ja quasi nach außen diese Schönheit oder den Körper positionieren, hin zu jemandem, der damit eben nicht von außen B2B-Business generiert, sondern direktes B2C macht. Ne? Ja, ja, 100%, genau. Und dann gehst du mit denen in Interaktion. Du findest die Nebenprobleme raus der meisten Follower. Du findest die Herausforderungen raus, die spezifischen, die derjenige hat. Also, oder die meisten von denen, die Gruppe hat, ja? Und du findest sogar, was aus marketingtechnischer und auch verkäuferischer technischer Hinsicht super ist, du findest die Wordings raus. Und kann ich mir vorstellen, dass ihr mit denen dann quasi diese Treppe gemeinsam geht, also von dem Warum zur Positionierung hin zum Webinar, zum Verkauf und diesen Zyklus mit denen macht? Also, das ist euer USP, richtig? Ja. Genau, also wir nehmen sie an der Hand und wir sagen, komm, wir gehen mit. Wir zeigen dir, wie wir es machen. Du machst es genauso nach, weil für uns hat es funktioniert. Mhm. Und wir schauen auch, was du dabei dir denkst, weil das ist auch kriegsentscheidend. Ja, was hier zwischen den zwei Ohren stattfindet, während du Werbung schreibst, während du dein Webinar machst. Und wir schauen auch da, dass da die richtigen Gedanken reinkommen. Und betreutes Wachsen. Ja. Und das ist eigentlich, also wir machen natürlich auch die Seminare, wo unsere Kunden dorthin kommen, wo wir über Webinare, wo wir das trainieren, wo man sich gegenseitig in einem Raum spürt. Und was aber auch wirklich stark ist, dass wir die Leute die ganze Zeit betreuen und es kommen Blockaden hoch. Und die Blockaden kommen beim Tun hoch. Also wenn du zum Beispiel eine Facebook-Werbung machst und da schreibt dir so ein Schmierfink einen blöden Kommentar. Sind die XXX mit einer Katze, mit dem Katzenbild. Ja, ja. Und dann macht das was mit dir. Dann denkst du, dann neigst du dazu zu denken, die Leute finden das alle doof, was ich mache, zum Beispiel. Ja. Und dann hast du jemanden, der dir sagt, nein, das ist irgendwer, der jetzt heute Morgen schlecht aufgestanden ist und der gesagt hat, ich erkläre jetzt die Welt, erkläre jetzt der Welt meine Meinung, ja? Oder wogegen? Ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum die meisten es nicht schaffen. Und wenn ihr da eine Lösung habt, die Leute wirklich zu begleiten. Ich war mit Rita bei ABBA, also nicht bei den echten, sondern gab eine Show in Frankfurt, da wo ihr jetzt gerade seid. ABBA Gold, und die Leute sind wirklich über Tische und Bänke gegangen. Wenn ich jetzt die Leute sage, von 1.900 vielleicht 1.400. Und die anderen saßen da so. Also richtig negativ. Und dann hat die Rita zu mir gesagt, guck mal, und deshalb darfst du die blöden Kommentare nicht lesen, weil 1.400 tanzen. Ja, absolut. Ja. Guter Freund. Das ist euer Einfallstor, wenn Leute jetzt sagen, ich möchte mit denen was machen, ich vertraue den beiden, die sind cool. Was ist die beste Möglichkeit, um mit euch in Kontakt zu treten? Also die schnellste Möglichkeit ist eigentlich, wir haben ja jetzt schon... Webinar. Wir haben schon so viel über Positionierung gesprochen. Wir haben ein Webinar, wo wir nicht nur erzählen über die Positionierung, sondern nach diesem roten Faden suchen und in eine Übung, die Schritt für Schritt zu der anfänglichen Positionierung durchführen. Das wäre eigentlich der perfekte Tor, wenn du noch nicht positioniert bist. Das machen wir in die Shownotes rein. Für diejenigen, die es jetzt gerade auditiv wahrnehmen, was müssen die eingeben? Die müssen eingeben https://, und so weiter, www.die-erfolgsfamily.com/webinar. Okay, ich glaube, das können wir uns merken. Genau, zu diesem Webinar. Wenn du sagst, also ich möchte da mehr wissen, bieten wir einmal in 2 Monaten ein Breakthrough Day an, und es ist ein Online-Seminar, wo wir 10 Stunden mit einer kleinen Gruppe von Leuten wirklich intensiv online über Zoom arbeiten. Da geht es um die Positionierung. Da geben wir wirklich persönlich Feedback zu dem, was ausgearbeitet worden ist. Dann geht es in die Facebook-Werbung. Ich schenke meine persönliche Facebook-Werbung-Formel, und ich beherrsche das richtig, richtig gut, richtig geile Texte zu schreiben. Das sehe ich auch bei Facebook, dass ihr das richtig gut beherrscht, weil ihr werdet mir sehr oft angezeigt.
Ja. Und ja, wir gehen in die Strategie rein. Wir schauen, was ist der nächste Schritt in deinem Business. Also 10 Stunden ganz intensiv fokussiert auf dein Business arbeiten. Das findet alle 2 Monate statt. Sehr, sehr cool. Da werden mit Sicherheit einige hier dazukommen. Ich möchte gerne, bevor ich euch noch eine Frage stelle, die die Community gestellt hat, wie kommt ihr auf euren Lifestyle, der jetzt da ist, klar? Weil das ist ja gar nicht so lange her. Also letztes Mal, als wir das Vorgespräch hatten, war die auf Zypern. Jetzt sitzt ihr da, für die, die es bei YouTube sehen, in der Suite in Frankfurt. Was macht das mit euch? Also ich musste sagen, wir mussten da reinwachsen. Also diese ersten 40.000 Euro, danach hatten wir kleinen Einbruch und danach haben wir 100.000 Euro im Monat gemacht. Und dann sind wir 3 Wochen mit solchen Augen gelaufen. Also die Augen waren weit aufgerissen, wir haben die Welt nicht mehr verstanden. Mhm. Und wir nehmen das auch bei sehr, sehr vielen Kunden von uns, dass diese Erfolgsstarre. Mhm. Das eine ist ja natürlich der Lifestyle. Das andere ist auch, wenn du so hohe Ergebnisse erfährst. Deswegen haben wir auch unseren Elite-Club. Und wo es um 100.000 mehr geht, wenn du zum ersten Mal 100.000 Euro, also bei uns ging es so, als wir zum ersten Mal 100.000 Euro gemacht haben, dann kommst du dir vor, als wärst du mit einer Rakete nach oben geflogen, weil das, wenn der Umsatz kommt als Coach, wenn du das machst, der ist auf einmal da, der kommt innerhalb von einer Woche und wumm, ist er da. Und ja, dann da arbeiten andere mehrere Jahre für. Ne? Ja, und da ist er wie eine Rakete, schießt du nach oben und dann bist du da oben und dann hast du so ein Gefühl vom freien Flug. Und das macht vielen Angst. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, was ist jetzt nächsten Monat? Was ist, wenn das alles Glück war? Da kommen ganz starke Fragen auf. Und also wir haben auch Coaches. Wir lassen uns auch coachen. Wir lassen uns auch immer wieder auf den Teppich bringen. Ja, oder beziehungsweise nicht auf den Teppich ist das falsche Wort. Wir nehmen immer wieder Flugstunden. Das ja. Und der Coach sagt einem dann vielleicht auch mal, wenn man der Sonne mit den Flügeln einen Tick zu nahe kommt. Ne? Also ich erlebe ja, wie durch einen roten Faden, egal wen ich hier interviewe, alle wirklich Erfolgreichen, die haben entweder einen Coach oder einen spirituellen Berater, wo wir denken, was der, die, ja deshalb ja, sind genau. ja da. Ja. Ja. Das ist diese große Misconception ne, im Markt. Warum machen die das denn noch? Ja, weil sie deshalb da sind. Ja, und wir haben mittlerweile 3-4 Coaches, die uns begleiten. Wir schauen immer nach, okay, wo haben wir jetzt gerade Bedarf? Und dann holen uns sofort einen Coach. Ja. Also wir versuchen schon lange nichts mehr alleine hier zu klären. Es holen uns sofort jemand an die Seite, weil es einfach schneller ist, weil es effektiver ist. Warum musst du dir Schmerzen zufügen, wenn es einfacher geht? Ja. Und zu dem Lifestyle, also wir versuchen immer so, die Treppen zu machen. Also früher habe ich diese Luxusläden, ich hatte Angst gehabt, mal vorbeizugehen. Was ist, wenn mich jemand da reinwinkt oder so? Irgendwann mal vor einem Jahr habe ich mich reingetraut, klopfen, das Herz bin ich zu Louis Vuitton so reingeschlichen und hoffentlich spricht mich keiner an. Weißt du, bin ich da so vorbei und wieder raus? In die obere Reihe, hast du gesagt. Ja, genau. Und jetzt ist es so selbstverständlich. Also man muss auch da reinwachsen und immer, also wir sind immer dankbar für das, was wir haben. Und es ist so, wir erfreuen uns auch an ganz, ganz einfachen Sachen. Wir mit unserem Hund in Gummistiefeln spazieren gehen. Wir mit unseren Kindern jetzt im Winter auf Zypern in den Pool springen. Also ganz einfache Sachen, Tobi. Ja, nein, oder auch mal zählen. Die Kinder sind im Pool. Ja, aber im Winter, weißt du, wo es so kalt ist, aber die Kinder halt einfach ihr Spaß haben wollen. Oder wir waren jetzt in Helsinki letzte Woche mit unseren Elite-Leuten und wir sind da Husky-Schlitten gefahren und dann ging es ans Feuer. Also wir saßen drumherum um Feuer in so abgerissenen, warmen Klamotten. Die noch Hund gerochen haben. Und haben Würstchen gegrillt am Feuer und es war so geil. Ja, ihr lebt jetzt einfach das Leben eurer Träume. Ne? Und ich meine, das ist doch das Schönste, was man sagen kann. Die Community hat noch Fragen eingeschickt. Ihr könnt jetzt gemeinsam, oder kann jeder eine Zahl kurz sagen, zwischen 1 und 77 und jetzt kommt irgendein Thema, kann irgendwas sein. 36. Berichte von einem persönlichen Problem und frage dein Gegenüber nach Rat, wie er oder sie die Sache handhaben würde. Bitte dein Gegenüber außerdem zu beurteilen, wie du selbst vermutlich über das ausgewählte Problem denkst. Ach, guck mal, sind wir mitten im Coaching.
Ja, wunderbar. Ja, super. Und ich mit meiner BMMB-Coaching-Ausbildung. Ja, berichte von einem persönlichen Problem und frage dein Gegenüber nach Rat, wie er die Sache handhaben würde. Bitte dein Gegenüber außerdem zu beurteilen, wie du selbst vermutlich über das ausgewählte Problem denkst. Also das ist die Frage. Ich sage dir jetzt ein Problem oder du sagst mir jetzt ein Problem? Nee, du sagst mir ein Problem und fragst mich, wie ich diese Sache handhaben würde. Ja. Hast du dir auch das Schwierigste von 77 Fragen rausgesucht? Ja, das ist schon sehr, sehr interessant. Wie, wenn man so erfolgreich ist und weiter wachsen möchte und der Erfolg auf ein gewissen Selbstbild, auf einen gewissen Habitus begründet ist natürlich. Ja. Und wenn du jetzt weiter wachsen möchtest, ja, wann triffst du die Entscheidung, dass du deinen Habitus, der dich erfolgreich gemacht hat, änderst? Also ne, wann kommt dieser Punkt, wo du, weil es ist ja auf der einen Seite eine Angst, etwas zu verlieren, ja, auf der anderen Seite ist es, Ich habe die Frage verstanden, ja. Mein Rat dazu wäre, Dinge zu tun, die dich in einer Welt, die du noch nicht kennst, die dir wirklich komplett fremd ist, komplett aus der Komfortzone holen. Also ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe im Sommer eine indianische Zenipi-Zeremonie gemacht. Alles Dinge, die ich früher nicht nur belächelt habe, sondern ich habe einfach gedacht, die Leute haben sie nicht alle, die sowas machen. Was aus mir rückblickend einen stärkeren Tobi gemacht hat, weil ich mir aus anderen Welten, die mir bisher fremd waren, Input hole. Und dann muss ich in dem Moment schauen, was macht das jetzt mit meinem Ego? Das kommt natürlich hoch. Bin ich jetzt so ein Bekloppter von den Indianern oder kann ich diese beiden Welten zusammenführen? Und der zweite Teil der Frage ist ja, woher das jetzt bei dir kommt. Wahrscheinlich bist du jetzt auf einem Level angekommen, wo du dir es langsam gemütlich einrichtest. Das ist ja dieses Phänomen. Ne? Ja. Und diese Gemütlichkeit einzurichten ist ja, dann kann es ja in zwei Richtungen kippen. Entweder das Business wird kleiner, weil du nicht mehr 100% gibst, oder du brauchst halt einen neuen, größeren Fallschirm, also ein größeres Warum, was größer ist als du selbst. Und wenn ich jetzt dein Berater oder Coach wäre, glaube ich, dass der nächste Schritt nichts mit Geld zu tun hat, sondern ausschließlich im Zurückgeben und im Werfen einer ganz, ganz großen Bowlingkugel hier auf dieser Welt ist. Weil das ist der logische Schritt dann. Und das kommt nie aus der Welt, in der wir gerade sind, sondern meist aus einer anderen. Deshalb gehe ich gerade zur Geshe Michael Roach und mache so Schamanengedöns, einfach um diese Welt zu testen. Ja, das war gar nicht so leicht, hatten wir noch nicht. Wow. Ja. Macht das ein bisschen Sinn? Coole Total, Frage. Sehr cooler, sehr cool. Coole Antwort. Wow. Katharina, jetzt bist du dran. Ich kriege auch noch eine Frage. Da müssen wir auch Schluss machen. Ja, du bist fünf. Hör mal, ihr seid die zweitlängste Podcast-Folge jemals. Aber ihr seid auch zu zweit. Katharina. Ich bin die 15. Ich bin die 15. 15. Was ist deine liebste Erinnerung in deinem Leben? Meine liebste Erinnerung in meinem Leben? Ich hatte so, so viel. Jetzt muss ich mal nachdenken. Und doch. In der Türkei. Ja. Der junge Mann. Ja. Du kannst die Zweitliebste nennen, Schatz. Meine liebste Erinnerung, wo ich immer darauf zurückkomme, das ist dieser Garten voller Apfelbäume, wo ich die Entscheidung treffen musste. Und auf einmal war der Moment der absoluten Klarheit, des Neuanfangs und der Kraft. Nach dem Aufbäumen und dem Brechen. Nach dem Aufbäumen und Umbrechen. Und dann habe ich gesagt, wow, ich kann mein Leben komplett neu gestalten. Mein altes Leben ist gestorben. Wie geil ist das? Ich kann mich komplett neu erfinden. Und dann habe ich so eine Kraft gespürt. Und immer wieder, wenn ich jetzt diese Kraft brauche, kann ich da andocken. Super schön. Dann ganz am Ende, kurze Frage, kurze Antwort im Wechselspiel. Persönlich wachse ich, indem ich... Fangen wir an bei dir, Chris. Die Katharina war ja gerade dran. Ja. Persönlich wachse ich, indem ich ja immer wachse, immer wieder mich für neue Dinge interessiere und meinen Weg weitergehe. Geld ist Freude.
Geil. Mhm. Der wichtigste Satz, den ich jemals gehört habe. Boah, so viele wichtige Sätze. Ich gehe meinen Weg, no matter what. Mhm. Der deutschsprachige Raum wird in den nächsten 10 Jahren. Zu höherem Bewusstsein aufsteigen. Mhm. Und den habe ich dir gerade schon gefragt, dich gerade schon gefragt. Deshalb noch einmal am Ende an dich, der schönste Ort, an dem du jemals gewesen bist. Also der schönste Ort, an dem ich gewesen bin, war das Krankenhaus, wo ich meinen ältesten Sohn zum ersten Mal im Arm gehabt habe und an seinem Kopf gerochen habe und diesen Geruch irgendwie in dieser Welt gespürt habe. Und spätestens jetzt sind alle Wale wieder eingesammelt, nachdem wir über so viele monetäre Dinge auch gesprochen haben. Ich danke euch für eure Zeit. Die ihr zuhört, ihr könnt euch noch an die Webseite erinnern. Ihr müsst aber die Erfolgsfamilie googeln und dann kommen die schon. Dann ja, genau. Ja, alles von alleine, weil die haben so eine große Reichweite, kommt alles. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch beiden für eure Zeit. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, seid so lieb, gebt uns eine Bewertung bei iTunes. Dann wissen wir, ob wir einen guten Job gemacht haben. Und es war uns eine große Ehre, hier über eine Stunde mit euch zusammen zu sein. Wünschen euch eine tolle Woche. Macht was draus. Bis bald. Und eure berühmten letzten Worte. Geh für deinen Traum, geh für deinen Traum, no matter what. Ja, und hilf dabei, die Menschen mit dem Herz zu verbinden. In diesem Sinne, alles Liebe.